Herzlich willkommen in Neustadt-Glewe. Hier ist NDR MV Live aus Neustadt-Glewe von der Airbeat One. Es ist das 20. Jubiläum und heute ist der Anreisetag zum Festival und dementsprechend voll war es heute auf den Straßen. Wir schauen einfach mal rein. NDR MV Live. Ja, da sehen wir viele Leute mit Kennzeichen aus ganz Deutschland, mit ihren Anhängern, mit Wohnwagen und mit ganz vielen Zelten im Gepäck. Und die kommen jetzt alle hierher, bauen auf, um die nächsten Tage hier Party machen zu können. Und wie die Anreise gelaufen ist, das habe ich vorhin unseren Pressesprecher der Polizei, Klaus Wichmann, gefragt. Ja, also heute früh war es noch sehr ruhig. Das ist entgegengesetzt zu den anderen Jahren. Da war es morgens schon immer sehr, sehr voll. Das hat sich erst im Laufe des Vormittages eingestellt mit dem Anreiseverkehr. Das heißt, wir haben dadurch jetzt auch Rückstaus, zum Teil bis nach Ludwigslust, bis zur A14. Selbst an der Abfahrt staut es sich schon zurück. Und auch an der A24, an der Anschlussstelle Neustadt-Glewe, haben wir schon Stauerscheinungen an der Abfahrt in beide Fahrtrichtungen. Ja, und bei mir ist jetzt der Mann, der das ganze Event organisiert hat, mitorganisiert hat, muss man sagen, Sebastian Heise. Vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit nehmen oder du kurz Zeit nimmst. Ja, wir haben uns nämlich aufs Du geeinigt. Wie aufwendig war es nach der letzten Airbeat One? Die war ziemlich aufwendig, da waren 60.000 Menschen, glaube ich, hier. Jetzt nochmal eine Schippe draufzulegen, weil es sind 5.000 Gäste mehr. Ja, wir haben ein sehr ausgiebiges Gelände, mit dem wir das abpuffern können. Letztes Jahr hat Corona noch seinen Teil dazu gegeben. Dieses Jahr können wir wieder aus vollen Zügen schöpfen. Die Anreisewelle läuft auf vollen Touren derzeit jetzt gerade im Hintergrund. Wir sind komplett positiv gestimmt und die Gäste mittlerweile auch, man hört es im Hintergrund. Aus den Zelten kommt schon ganz viel Musik hier von der Hauptbühne, die wird erst morgen bespielt, genauso wie die meisten anderen Bühnen. Eine Bühne geht, glaube ich, heute schon los. Und wie ist das Gefühl bei den Leuten? Was kommt da so zurück? Wie happy sind die? Man merkt die Stimmung im Hintergrund im Camping jetzt, das läuft auf, während die Zelte aufbauen. Man hört mehr Musik, auch beim Durchfahren merkt man die Stimmung. Wie du schon sagtest, Entschuldigung, morgen Abend geht es hier richtig los. Alle Infield-Bühnen machen auf. Heute Abend haben wir das Enjoy Pre-Opening auf dem Main-Camping, wo alle kostenlos nochmal eine Runde feiern können. Währenddessen bereiten wir den Abend vor, weil unsere Techniker im Hintergrund noch sehr viel zu tun haben. Alle Zeichen auf grün. Ich habe jetzt die Setlist angeguckt. Der bekannteste Act für mich ist am Sonnabendabend hier Scooter auf der Bühne. Was ist so dein persönliches Highlight? Ich habe in dem Sinne keinen einzigen Act als Highlight. Ich nehme das Gesamtbild der Acts. Jeder ist anders, jeder ist einzigartig. Die Highlights tatsächlich am Samstagabend. Scooter, danach ist Hardwell. Das sind die beiden, die wirklich am Samstag hier wahrscheinlich auch jeden abholen werden auf der Mainstage. Nun haben wir ja, Temperaturen zwischen 12 und 24 Grad für heute angesagt. Momentan ist es trocken. Ich glaube, heute Nacht hat es ein bisschen geregnet. Und wenn ich das vergleiche, das Opening im letzten Jahr, da hatten wir richtig sintflutartige Regenfälle, schwarze Wolken. Was kann das Wetter tatsächlich an der Festivalstimmung noch ändern? Bei den Leuten meistens gar nichts. Sie feiern selbst im Regen. Ist ganz lustig. Ja, Gewitter ist nicht schön. Wir hatten heute Nacht ein ganz kurzes, mal 10 Minuten. Die nächsten Tage sehen gut aus. Vielleicht gibt es noch mal ganz leicht einen auf die Mütze. Aber nichts, was irgendwie die Freude oder unsere gesamte Party hier stoppen kann. Zum Glück ist das Wetter auf unserer Seite. Ich habe jetzt überall schon wirklich gut gelaunte Menschen gesehen. Die Frage ist, die werden jetzt hier die ganze Zeit feiern. Gibt es da tatsächlich auch ein Problem mit Drogen? Wir hatten das Problem mit der Blue Punisher Droge. Wie bereitet ihr eure Gäste darauf vor, dass sie so feiern, dass es allen am Ende auch gut geht? Ja, das Thema hatten wir mit der Polizei zusammen, die eng mit uns zusammenarbeitet, auch hier auf dem Platz ist. Wir informieren die Leute über unsere Flyer, die wir an jeden Campinggast verteilen. Die Polizei macht das parallel auf den Straßen auch noch. Das heißt, wir sorgen für die komplette Information über diese Pille. Wir wollen sie nicht hier haben. Irgendwo schwirrt sowas leider immer mal rum, aber wir appellieren daran, dass die Gäste wirklich die Augen aufhalten und einfach die Finger davon lassen und melden, wenn sie irgendwas sehen oder irgendwie sowas angeboten bekommen. Da gehen wir den gleichen Weg mit der Polizei zusammen. 65.000 Menschen hier auf dem Festivalgelände, auf dem Flugplatz. In Neustadt-Glewe wohnen 7.000 Menschen. Wie könnt ihr das miteinander vereinbaren? Kann man die mit einbinden? Was gibt es da für Möglichkeiten? Richtig, die Stadt ist mit uns gewachsen, ähnlich eines anderen Festivals in Schleswig-Holstein. Deswegen laden wir immer alle Anwohner und auch umliegende Dörfer, wir haben eine Liste im Netz stehen, ein, Donnerstagabend kostenfrei mit uns zu feiern als Gegenleistung. Das wird immer gerne angenommen, also alle Altersstufen sind vorhanden und gucken sich das alles an, weil die Anwohner ja sonst nur von der Ferne das Feuerwerk sehen oder auch die Leute sehen, die sollen miterleben, was passiert hier, was macht die Jugend. Diese Stadt bzw. Neustadt-Glewe, dieses
kleine Städtchen ist halt mittlerweile in Deutschland schon bekannter, als wie sie es vor Jahren noch geglaubt haben. Also Neustadt-Glewe ist im Ausnahmezustand, kann man sagen, für die nächsten Tage bis Sonntag mit ganz vielen Gästen aus ganz Deutschland. Und jetzt wird hier gefeiert mit dem Thema Deutschland zum 20-jährigen Jubiläum. Und wenn ihr noch vorbeikommen wollt, könnt ihr das mit Sicherheit tun. Es gibt immer noch Tageskarten. Und wenn ihr Lust habt, uns zu folgen, dann checkt unsere Social-Media-Kanäle. Die haben wir jetzt eingeblendet. Und da verpasst ihr nichts, was hier passiert. Wir sind unterwegs und versorgen euch mit Bildern und Infos. Und ihr verpasst auch nichts in der NDR-MV-App. Das war das NDR-MV-Live aus Neustadt-Glewe. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen.